Hi Leute, in diesem Video erfahrt ihr, was demnächst so bei mir läuft. Also genauer gesagt, erfahrt ihr, was in den nächsten 3 Monaten, also März, April und Mai, auf meinem Kanal läuft. Hier wird allerdings nur das aufgezählt, was auch ein offizielles Datum hat, denn es würde überhaupt keinen Sinn machen, hier Outlast 2 reinzupacken, weil bei einigen Händlern wird dort Anfang Mai angezeigt, aber von den Entwicklern, also die Entwickler haben da überhaupt kein offizielles Datum bekannt gegeben, deswegen fällt das dann komplett weg. Hier in diesem Video geht es nur um die Games, die halt von März, April und Mai ein offizielles Datum haben. Den Anfang macht Horizon Zero Dawn, was der nächste große AAA-Titel sein wird, der auf meinem Kanal läuft. Und bin sehr, sehr gehypt, weil, naja, es ist halt auch mal was ganz anderes. Normalerweise sind meine Games ja so Zombie, Survival, Horror. Okay, Horizon ist ja auch ein bisschen, hat ja auch was mit Survival zu tun, aber es geht wieder in eine ganz andere Kategorie hinein sozusagen und bin auf jeden Fall total gehypt und das wird dann Anfang März bei mir laufen. Danach geht es weiter mit Kona. Kona ist ein Indie-Horror-Survival-Game aus Kanada, was nun auch im März den Weg auf die Konsolen findet. Im April wird so einiges von mir aufgenommen. Dawn to Dead, Yooka-Laylee und Little Nightmares. Ja, allerdings bei Persona 5 muss ich nochmal eine Runde darüber nachdenken. Oder besser gesagt, mir etwas mehr Gameplay zu angucken. Also das steht dann noch so zur Debatte, sagen wir es mal so. Ob das auch von mir aufgenommen wird. Aber die anderen 3 Titel, Dawn to Dead, Yooka-Laylee und Little Nightmares, werdet ihr auf jeden Fall im April bei mir sehen. Nun geht es in den Mai hinein. Haha, was für ein toller Reim. Naja, im Mai wird Prey von mir aufgenommen. Ja, wird halt von Bethesda rausgebracht. Und was Bethesda rausbringt, kann ja einfach nur gut sein, ne? Dann geht es weiter mit Get Even. Ist eine Art Survival-Horror-Game. Und The Search wird noch von mir aufgenommen. Das ist so eine Art Dark Souls, nur in einer ganz anderen Zeit. So Leute, habe alle 3 Monate aufgezählt und wie bereits am Anfang erwähnt, nur die Sachen aufgezählt, die auch ein offizielles Datum haben. Also es kann immer sein, dass jetzt irgendwie in den nächsten paar Wochen noch irgendwie ein Datum für irgendwas bekannt gegeben wird, was jetzt auch im März, April oder Mai rauskommt. Das wird dann halt auch von mir aufgenommen, wenn es denn zu meinen Interessen passt, ne? Und es werden auch weiterhin ältere Games bei mir laufen. Also Let It Die wird auch noch von mir aufgenommen und viele, viele weitere VR-Videos mit Facecam. Ja, das sind dann halt wiederum ältere Games, ne? Also jetzt hier in dem Video geht es halt nur um die neuen Sachen, die rauskommen. Und gut, Leute, also ihr könnt mir gerne kommentieren, worauf ihr Bock habt, was ihr in den nächsten Monaten bei mir sehen wollt, ob da auch ein paar Games mit dabei waren, die von mir gerade eben aufgezählt wurden. Und ja gut, dann hoffe, euch hat das Video gefallen und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Also bis dann, Leute, eure Lissi.